Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, wir haben ja auch noch mal einmal gerastet und aus der Truhe habe ich noch ein paar Gegenstände genommen, die wir dann noch verkaufen werden. Die orkische Doppelaxt für 600 Gold und gnomische Hakenhammer für 600 Gold. Und Octavia habe ich hier noch einmal Rüstungsarmschienen plus 1 gegeben. Ja, da sie jetzt keine reguläre Rüstung mehr trägt, hat sie ja zumindest einmal mindestens RK von 1 und ja, würde halt dann durch die Magierrüstung überschrieben werden. So. Auf geht's. Ja, wir verkaufen dann noch einmal die Waffen hier. Orkische Doppelaxt. Gnomische Hakenhammer. Leichte Armbrust plus 1 können wir jetzt eigentlich auch verkaufen. Beziehungsweise, nein, die verkaufen wir nicht. Die wiegt nur 4 Pfund. So. Ah, jetzt hätten wir noch 1990 Gold, das wir investieren können. Vielleicht Schriftrollen, mittelschwere Wunden heilen. Ja. Ah, die kostet aber auch 112. Wir haben ganz viel zum Heilen eigentlich. Können jetzt den Sharp Magier Rüstung mitnehmen. Der wiegt 1 Pfund. 50 Aufladung. Ja, okay, dann machen wir das. So. Und Tränke mit Wunden heilen. Da müssen wir kein Gold mehr ausgeben, denke ich. Ah. So. Dann. Leichte Armbrust plus 1. Ach so. Würde das bei einem Charakter eine Verbesserung bewirken? Also bei den starken Charakteren möchte ich mir auf jeden Fall den Kompositbogen behalten, um den Stärkebonus mitzunehmen. Lindsay. Vielleicht. Harim hat eine normale Armbrust. Kann er keinen Kompositbogen tragen? Lindsay trifft ganz gut mit der Armbrust. Ja, dann bekommt Lindsay leichte Armbrust plus 1. Okay. Ach, den Kompositbogen, ja, den wollte ich eigentlich auch noch verkaufen. Ja, machen wir es eben. Einmal zurück. Eras rennt, jawohl. Und leicht, die normale leichte Armbrust verkaufen wir dann auch. Die durch kann man auch noch verkaufen. Fackeln behalten wir natürlich. Und dann auf. So. Ja, wir nehmen die Gruppe mit, die auch gegen Tatutschu erfolgreich war. Wir könnten halt jetzt Regonga oder Tristia noch mit reinnehmen. Mehr Heilung brauchen wir aber nicht. Wir haben zwei gute Heiler. Denken wir, das ist okay so. So, wo ist denn das Versteck des Hirschkönigs? Festung des Hirschkönigs. Jawohl. Alles andere haben wir gemacht. Also alles, was uns bekannt ist. Können wir mal hier lang gehen. Wir werden ja mindestens einmal vorher rasten.
Okay, das ist nachher unser Königreich, Früchte und Beeren. Erfahrungspunkte. Ja, fast 4000 für die nächste Stufe. Also ich nehme mal stark an, dass wir mit Stufe 4 auch gegen den Hirschkönig dann bestehen müssen. Einmal dadurch. Zufallsbegegnung. Ja, kämpfen wir ruhig. Geborgenheit. Okay. Bis jetzt haben wir da noch keine Gegner gesichtet. Hier, zerstörerischer Schlag. Den deaktivieren wir erstmal. Skelettsoldat. Stufe 2. Okay. Schadensreduzierung 5, Ausnahmewucht. Ja, greift einmal richtig normal an und dann Octavia wird gleich auf Berührungszauber wechseln. Oh, da ist auch noch einer. Der hat direkt auf Octavia abgesehen. Jetzt nicht mehr. Nochmal angreifen. Das war jetzt cool. Das war jetzt wieder die Spezialfähigkeit. Das war ja ausmanövrieren. Ah, die zwei jetzt zusammen. Und Octavia hat eine natürliche 20 gewürfelt, also kritisch getroffen. Und diesen kritischen Treffer dann auch nicht bestätigt. Hat eine 13 gewürfelt, Modifikator 7. Nicht bestätigt, okay. Käme ja in Summe auf 20. Ach, die RK ist eine 22 gewesen, ja, okay, klar. Aber es war ein normaler Treffer, kein kritischer. Okay, der normale Stichschaden, der wurde reduziert auf 0. Aber der Feuerschaden, der kam komplett durch. Und dann nochmal 2 Schaden durch hinterhältig. Okay, sehr gut. Kettenhemd, schwerer Schild. Umsäbel brauchen wir alles nicht. Und hier nochmal genau das gleiche, okay. Sind fast nur leicht beladen. 14 Pfund weniger. Ihr Kettenhemd plus 1. Sollen wir natürlich jetzt nicht wegwerfen. Aber hätten wir das verkauft, dann wären wir nur leicht beladen. Na gut. Ach, hier gab es irgendwo noch einen Troll, den wir nicht besiegt hatten.
Egal. Und Octavia ist erschöpft. Wir werden jetzt rasten. So. Wir bereiten Haggis zu. Ja. Einmal so. Hört mal, Linz, ihr könntet ihr euch nicht eine Legende über euch, eine kurze, aber eure Taten würden dann doch genügend Stoff für zwei Heldenepen. Und selbst dann wäre noch jede Menge für eine Saga übrig. Jagd war erfolgreich, 18 Stunden. Tarnung erfolgreich, Kochen erfolgreich. Okay. Gegner entdeckt. Na gut. Auf in den Kampf. Banditen. Der Stufe 2. Dann haben wir einen Magier. Der bufft seinen Kameraden. Der vergrößert den wahrscheinlich. Könnte man den da hinten angreifen. Valerie und Elras. Gehen hier auf den mit Sturmangriff. Oh, bei Elras habe ich mich vertippt. Verklickt, habt ihr gesehen. So schnell kann das gehen. Amiri. Auch Sturmangriff. Alm greift mit da hinten an. Dann haben wir das. Ja, Valerie hat hier die Sturmangriffe der anderen beiden blockiert. Okay, wir haben minimal Schaden erlitten. Durch Säure. Einmal bei Valerie. Na gut. So, ein Kompositbogen, 100 Gold wert, sehr schön. Und eine Schriftrolle, rascher Rückzug. Ja, 100 Gold. Und ein paar Erfahrungspunkte kann man doch so einen Kampf ruhig mal mitnehmen. Tja. Die Festung des Hirschkönigs ist hier auf der Seite des Flusses. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Festung des Hirschkönigs. Möchtest du diese Örtlichkeit betreten? Jawohl. Oha, Leute, jetzt wird's ernst. Und das ist eine Riesen-Map, so wie Alt-Aaron. Oh, Harim, nicht alleine. Und höre ich auch. So, geht mal normal weiter.
Zombies. Neutral böse, Stufe 2, RK14. 5 Schadensreduzierung. Ausnahmehieb. Nahkampf. Und die anderen drei greifen hinten an. Oha. Da kommt aber noch mehr. Harim, du gehst auch in den Nahkampf. Repent. Oh. Das ist nicht gut. Komm, Eras, lass einmal Valerie ganz an die Front. Ah. Okay, der G-Ding hat sein Griffoto schon gezogen. Attack. Harim, verteidigende Haltung. Ja. Immunitäten, geistesbeeinflussend, Schlaf. Ja. Da wurde einmal hier mit der Feuerarmbrust getroffen. Die gehen auf Amiri. Elras defensive Haltung. Lindsay greift da hinten an, dann kriegt er nicht den plus 4er, vielleicht. Er hat da gerade zugeschlagen. Valerie 6 Schaden verursacht. Harim 6. Okay. Ja, Eras und Valerie sollten eigentlich immer den gleichen angreifen. Lindsay mit mittelschwere Wunden heilen. Bei Elras, der hat ja schon 11 TP verloren, dann macht das ruhig mal. Okay. Haben wir da angegriffen, dann kann Elras aus der defensiven Haltung rausgehen. Amiri wird nicht mehr angegriffen, keine defensive Haltung mehr. Hui. Lindsay. Heim heilen. Okay. War schon mal nicht ohne. Harim. Einmal die Gruppe heilen.
Ja, gut, wir haben jetzt auch nicht alles gezündet, ja. Wir haben keine, haben das Lied nicht angeworfen. Haben nicht gesegnet. Aber mussten dann drei Heilzauber verwenden. Ja. Give the order. So, wieder den Fernkampf. You deserved it. Ach so, erstmal Tarnen, dann angreifen. Who will prevail? Does it matter? Oha, Leute. Das ist ein Zombie-Fürst. Stufe 3. Der hat aber auch nur 19 Trefferpunkte. Aber wir segnen jetzt einmal. Und werfen auch Musik an. Ja, bevor der Hirschkönig absehbar ist, dann müssen wir hier nochmal vorher rasten. Achso. Vielleicht einmal sengender Strahl auf den Zombie-Fürsten. Was hat der für eine Berührungs-RK? 16. Katzenhafter Anmut. Ist das jetzt wirklich schon so ein schwieriger Kampf hier? Warum kommt noch ein Zombie? Ja, komm, wir investieren jetzt ruhig mal. Also. Katzenhafte Anmut oder. Schmieren. Ich weiß nicht, ob die immun sind gegen Schmieren. Okay, sie kriegt den Geschicklichkeitsbuff. Oh, sie ist erst in 8 dran. Okay. So. Lindsay. Könnt jetzt hier einen Hund beschwören. Ja, mach das ruhig mal als Ablenkung. Die gehen alle auf Valerie, das ist gut. Defensive Haltung. Er stellt sich daneben. Heim castet noch. Okay, Amiri. Linke Flanke. Da wird gezaubert. Bleib doch mal da jetzt. Karim hat gleich die Segnung durch. So, Segnung ist durch, dann kannst du auch in den Nahkampf. Die sind geistesresistent, da müssen wir jetzt nicht verderben. Würde nichts bringen. Bebende Knochen.
Mr. Zombie Fürst. Schon down? Ne, der ist da. Ersten Reihe. Eine lebende Kreatur. Das würde uns aber jetzt auch schon angezeigt werden, wenn die nicht lebend ist. Okay. Das geht also nicht. So. Elras auch verteidigende Haltung. Amiri Kampfrausch. Greif ruhig mal den Fürsten hier an. Direkt erledigt mit einem Schlag. Amiri. Okay. Ja, jetzt hat Octavio katzenhafte Anmut. Und Geschicklichkeit, nochmal Feder zu bekommen. Und jetzt ein Modifikator von plus 5. Ah, Elras einmal Gelegenheitsangriffe fressen lassen. Ist eigentlich auch stabil. Was haben die für... Der hat eine RK von 25. Wir haben einen Angriffsbonus von plus 8. Bei Valerie würden sie nur bei einer 20 treffen, also bei einem kritischen Treffer. Und bei Elras mit 25 müssen ja halt auch schon eine 17 würfeln. Ach, okay. Das bleibt so, wie es ist. Oder wir... Genau, die müssen ja auch bei einem Gelegenheitsangriff gegen die RK würfeln. Dann... Einmal so. Gelegenheitsangriffe, dreimal Fehlschlag. Okay. Onwards. Jetzt greifen wir die Elras wieder an, okay. Ja, defensive Haltung. Ah. Amelie hat einen mitbekommen. Mittelschwere Wunden heilen. Okay. Einmal die ganze Gruppe heilen. Elras, einmal leichte Wunden heilen. Der Fürst, der hat auch Loot dabei. Ah. Ach so, Chromsäbel, Meisterstück. Ja, okay. 100 Gold wert. Da hinten ist irgendwas. Und was sich dort verbirgt, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Macht's gut. Bye, bye.